Also, ich freue mich ja wirklich, wirklich über jeden Kommentar, der unter meinen Videos erscheint und den ihr da drunter schreibt. Aber dann gibt es so Tage, da sitze ich hier so, ne, mit meinem Kaffee und denk mir, oh, Luise, du müsstest mal wieder die Kommentare unter deinen Videos lesen und vor allen Dingen beantworten. Und dann hole ich so mein Handy raus und dann gucke ich da so drauf und denk mir so, was? Bitte? Was? So ist das? Okay. Und dann denke ich mir, vielleicht wäre es eine ganz gute Idee, ich würde in meinen Videos einfach nicht mehr sprechen. Hallo, ihr Lieben. Ich bin's mal wieder, Luise Heinzel. Und das hier ist der Junk Journal Tutorial Adventskalender. Herzlich willkommen zurück. Heute zu einer, wie soll ich sagen, etwas peinlichen Ausgabe, allerdings peinlich für mich selbst. Ich habe mir gedacht, in diesen 24 Videos kann ich ja eigentlich mal die Chance nutzen, so gewisse Dinge anzusprechen, die man jetzt in so einem normalen Video nicht anspricht. Ich könnte vielleicht mal die Chance nutzen, mit manchen Dingen so aufzuräumen, oder wie soll ich mal sagen? Ja, und dann könnte ich ja auch vielleicht mal die Chance nutzen, um mich als den kompletten Volltrottel hinzustellen, der ich ja offensichtlich mal bin. Ist mir da Folgendes passiert. Da hat mal vor einiger Zeit eine Person über mich gesagt, beziehungsweise auf Facebook geschrieben, die Luise ist für mich die Junk Journal Königin. Das ist natürlich eine große Ehre für mich. Ihr seht, ich habe hier schon, ne, mein Krönchen habe ich immer auf. Da habe ich mir gedacht, oh, die denkt wahrscheinlich über mich, dass ich mich relativ gut auskenne, was so Junk Journaling betrifft. Und dann habe ich mir auch so anhören müssen, das will ich eigentlich gar nicht sagen. Habe ich mir so angehört, ja, du machst ja da auch dieses Junk Journal ABC und du erklärst da verschiedene Begriffe, die aus dem Englischen eigentlich kommen, weil, ne, das Thema Junk Journaling ist ja eigentlich eher so im amerikanischen Raum bekannter als jetzt im deutschsprachigen Raum und du erklärst diese Begriffe und du kennst dich da so gut aus und wenn ich irgendwas wissen will, dann denke ich mir, okay, frage ich mal die Luise und ja. Okay, die meisten Fragen kann ich ja auch beantworten. So. Und dann lade ich da doch neulich so ein Video rauf. Habe ich so ein kleines Durchblättervideo gemacht von einem meiner Junk Journals, was ich da gemacht habe. Und da kam dann das Wort Frankenpapier vor. Im Englischen Frankenpaper. Da habe ich mir gedacht, ja, das heißt halt so, ne? Ich weiß schon, was das ist. So, Frankenpapier. Ja, das heißt so. Was soll ich sagen? So wie Kaffee Kaffee heißt oder Tasse Tasse oder keine Ahnung was. Einige Stunden nachdem dieses Video dann online war, gehe ich da so mit meinem Handy auf die Kommentare, weil ich mir denke, okay, guckst du mal, einige Leute haben da schon was geschrieben. Interessiert mich natürlich, wie euch das gefällt, was ich da so mache. Nehme ich mein Handy und denke mir so, ist jetzt nicht wahr. Ich habe mir hinterher gedacht, die denken wahrscheinlich, ich habe keinen Strom oder kein fließendes Wasser oder ich lebe irgendwie in so einer Höhle irgendwo hinterm Berg oder keine Ahnung was. Der erste Kommentar war, also, den Frankenstein, den kennst du aber schon, oder? Den Frankenstein kennst du aber schon, oder? Und ich denke mir so, na bitte, das kann jetzt nicht wahr sein, oder? Frankenpapier heißt Frankenpapier wegen Frankenstein, weil der ja so überall, ihr wisst schon, also euch wahrscheinlich jetzt schon wie Schuppen von den Augen gefallen, wenn es euch nicht schon vorher eingeleuchtet ist. Ja, dann denke ich mir so, okay, ignorieren wir das erstmal. Kommt eine WhatsApp von Jutta. Hallo Jutta.
Frankenstein kennst du aber schon, oder? Das Frankenpapier heißt Frankenpapier, weil es aus so verschiedenen Stückchen zusammengenäht ist, wie der Frankenstein. Zusammengenäht. Stückchen. Nähen. Aus verschiedenen Teilen zusammengesetzt. Frankenstein. Frankenpapier. Luise, hallo? Es hat dann noch eine dritte Person gegeben. Hallo, Susanna. Und noch ein paar mehr. Ihr Lieben, die Erkenntnis des Tages. Frankenpapier heißt Frankenpapier, weil es aus verschiedenen Stückchen zusammengesetzt ist, so wie Frankensteins Körper aus verschiedenen Stückchen zusammengesetzt. Ja. Was lernen wir daraus? Einfach nicht mehr sprechen. Einfach die Klappe halten. Einfach ruhig sein und nicht mehr sprechen. So machen wir das. Ja, ich könnte jetzt dieses Tutorial ohne Sprechen vollziehen, aber dann könnte es vielleicht für euch etwas schwierig nachvollziehbar sein. Erst recht für die Leute, die sowas noch nie gemacht haben. Also, ja, verzeiht mir bitte, wenn ich jetzt spreche. Also, ja, so war das. Oh mein Gott, so was Peinliches. Jetzt habe ich das hier gesagt. Jetzt wisst ihr das alle. Die Junk Journal Königin weiß nicht, was Frankenpapier ist. Herzlichen Glückwunsch, Luise. Super. Wollen wir trotzdem anfangen? Konzentration, Luise. Konzentration. Fangen wir mal mit etwas Leichtem an und mit etwas, das mit ziemlicher Sicherheit genauso ist, wie ich es jetzt sagen werde. Das hier ist mit ziemlicher Sicherheit das 15. Türchen vom Junk Journal Tutorial Adventskalender. So, hätten wir das schon mal geschafft. Holen wir mal heraus, was heute hier drin ist. Ihr seht schon, ziemlich viele Schnipsel, ziemlich viele Kleinteile, Einzelteile. Ja, das hat etwas mit dem Projekt zu tun, was wir heute machen wollen. Die Prompts für heute sind Tag und Frankenpapier oder Frankenpaper im Englischen. Ich möchte gerne heute einen Tag aus diesem sogenannten Frankenpapier machen. Dafür habe ich hier ein paar Ösen und meine Crocodile, damit ich die Ösen befestigen kann, ein bisschen Spitze, diese Holzschmetterlinge und einige Schnipsel. Ich weiß nicht, ob es euch schon aufgefallen ist, aber dieser Adventskalender ist doch irgendwie aus einem mir unbekannten Grund relativ schmetterlinglastig. Ich habe überhaupt gar keine Ahnung, warum das so ist. Ich hoffe, das stört euch nicht. Ich liebe Schmetterlinge. Ich glaube, den meisten von euch geht es auch so, dass ihr denkt, okay, Schmetterlinge sind für so ein Junk Journal was richtig Cooles und das schaut einfach immer schön aus, egal welche Art von Schmetterlingen. Und vielleicht ist das der Grund. Aber ja, wie gesagt, ich hoffe, das stört euch nicht. Ich habe jetzt hier erstmal angefangen, einige Schnipsel zu produzieren aus verschiedenartigen Papieren. Ihr seht hier so kleine Papiertischdeckchen. Dieses hier hatte ich mal, ich glaube, vor 738 Jahren zu Weihnachten gemacht. Das waren mal so kleine Tannenbaumkugeln. Da hatte ich mal einfach sowas ausprobiert. Das hat mir jetzt aber irgendwie nicht mehr so richtig gefallen, beziehungsweise war das irgendwie übrig. Also habe ich mir da erstmal diese Schnipsel gemacht. Ihr seht da auch so ein Papier von einer Münzrolle, dieses, was ich jetzt hier unter meine Nähmaschine schiebe. Dieses erste Teil, das kommt von so einer Münzrolle, wo eben die Münzen so eingerollt sind. Dieses Papier ist, finde ich, relativ cool, weil da auch so eine Schrift drauf ist. Das schaut immer ganz interessant aus. Und jetzt jage ich das hier unter meiner Nähmaschine durch. Dazu sei gesagt, dass dieses Video jetzt in circa doppelter Geschwindigkeit abläuft. Also ich mache das sehr, sehr gewissenhaft. Ich versuche jetzt, diese einzelnen Stücke zusammenzunähen, sodass ein neues Stück Papier entsteht. Und dabei muss man natürlich ein bisschen aufpassen, dass man diese einzelnen Stücke alle erwischt. Ich lasse die relativ stark übereinander lappen in diesem Fall, weil ich weiß, ich möchte einen Tag daraus machen, der später auch ein bisschen stabiler sein soll als jetzt so eine normale Junk Journal Seite. Deswegen versuche ich die Schnipsel so anzuordnen, dass ich möglichst gut darüber nähen kann und dass es eben ja teilweise so überlappt, dass das Papier auch doppelt ist. Ich mache das jetzt so, dass ich eigentlich immer so U's nähe. Also ihr seht schon, ich drehe das Papier immer so herum, sodass ich dann eine Linie habe, die ja quasi einmal in einer Linie genäht und dann ums Eck und wieder zurück. Und am Ende habe ich dann nochmal so kreuz und quer drüber genäht, sodass ich dann eben dieses vollständige Stück Frankenpapier habe. Es heißt Frankenpapier, weil es zusammengestückelt ist aus Einzelteilen wie Frankensteins Körper. Ich glaube, das werde ich bis zum Ende meines Lebens nicht vergessen und ich glaube, es wird mir auch noch ziemlich lange nachhängen. Ja, wie ihr seht, habe ich versucht, dieses Frankenpapier schon in eine Art Rechteck zu nähen. Also,
ich mache das grundsätzlich so, dass ich versuche, wirklich so eine Art Seite daraus zu machen, dass das nicht so ein unförmiges Stück wird, dass ich eben einfach nicht so viel Überschuss habe. Jetzt habe ich mir hier einige Tags daraus geschnitten. So schaut das dann aus. Und ich bin dann mit der Nähmaschine mit einem normalen Stich nochmal einmal außenrum rumgegangen, damit eventuell am Rand überstehende Stücke, die durch das Schneiden jetzt lose geworden sind, wieder fest werden, dass mir einfach der Rand dann nicht auseinanderfällt. Ich habe das auch nochmal kontrolliert, dass wirklich dann auf beiden Seiten nichts, wer weiß wie, übersteht und dass nichts auseinanderfallen kann. Kontrolliert das bitte, bevor ihr da weitermacht, denn ansonsten ist das ziemlich ärgerlich, wenn ihr irgendwelche Verschönerungen auf diesen Tag macht und der fällt euch hinterher auseinander, dann ist das ziemlich ärgerlich, weil dann könnt ihr im Regelfall da nicht mehr drüber nähen. Ich habe dann da oben ein paar so Ösen reingemacht und habe mit meiner Crocodile diese da befestigt. Das könnte man jetzt auch einfach mit so Lochverstärkern machen, wenn man diese Löcher da oben reingemacht hat. Wenn ihr das mit der Zange stanzt, passt ein bisschen auf, wenn ihr über eine Naht kommt, dass ihr mit der Zange da nicht hängen bleibt. Denn wenn ihr das nicht merkt, dann reißt ihr euch den oberen Teil des Tags ab. Also ja, warum sage ich das? Weil mir das selber schon passiert ist. Ich weiß ja nicht, ob hier auch einige so Leute zugucken, die genauso schusselig sind wie ich. Mir ist das nämlich dann da oben abgerissen mal und ja, das ist ein bisschen ärgerlich. Deswegen stanzt das Loch bitte ein bisschen vorsichtig. Und ja, ihr könnt dann da, wenn ihr wollt, ein bisschen Gesso zum Beispiel drüber geben, um dem Ganzen noch so ein bisschen mehr interessante Aspekte zu verleihen oder eben gewisse Farben etwas mehr in den Hintergrund zu stellen. Also mir hat jetzt dieser eine Tag hier im Zusammenhang mit den anderen nicht ganz so gut gefallen, weil da irgendwie ja, mir die Farben nicht so gut zu dem anderen gepasst haben. Aber das könnt ihr natürlich machen, wie ihr wollt. Ich habe jetzt hier nur auf den einen Tag Gesso gemacht, auf die anderen nicht. Eben, wie gesagt, weil bei den anderen haben mir die Farben eigentlich ganz gut gefallen und das, was man da so gesehen hat, von diesen einzelnen Schnipselchen, das hat mir ganz gut gefallen und deswegen habe ich das einfach so gelassen. Und jetzt werde ich hier einige solche kleinen Schmetterlingsornamente oder wie soll man das nennen, draufklastern. Im unteren Bereich ist einfach so ein rundes Teil gewesen, das war irgendwie so ein Printable von so Labeln. Das habe ich mir einfach ausgeschnitten. Da könnte man jetzt aber auch einfach irgendwas anderes Rundes zum Beispiel ausstanzen oder ausschneiden. Man kann ja auch, wenn man möchte, ein kleines Mini-rundes Frankenpaper machen oder aus dem Überschuss, was man von seinen Tags hat, irgendwas ausstanzen. Das könnte man zum Beispiel auch machen. Ich wollte jetzt aber ganz gerne diesen braunen Kontrast hier drauf haben. Und dann habe ich hier noch so ein bisschen überschüssige schwarze Spitze gehabt von einem anderen Projekt und habe es einfach dann unter diesen Schmetterlingen getan und diese Schmetterlinge haben zum Glück so zwei so Löcher, sodass ich die da relativ gut festnähen konnte. Und dann habe ich einfach diesen Faden, ja, nach Lust und Laune, wie sagt man da, dort integriert. Diese Schmetterlinge haben ja keine Fühler und deswegen habe ich jetzt bei diesem das so gemacht, dass ich diese Schnur als Fühler benutzt habe, indem ich die einfach nach oben habe rausstehen lassen. Je nachdem, was man für eine Schnur benutzt, müsste man da vielleicht ein bisschen Kleber dahinter geben. Ich habe es jetzt hier geschafft, das so stramm zu nähen, dass das nicht mehr notwendig war. Aber da müsst ihr mal ein bisschen gucken. Oder wenn ihr so einen Nähfaden oder sowas nehmt, könnte es sein, dass man den vielleicht ein bisschen mit Kleber befestigen muss. Aber ansonsten, ja, wenn man einen dickeren Faden nimmt, hält das auch so. Ich habe jetzt versucht, diese Tags relativ in Anführungsstrichen gleichmäßig zu machen. Schon bedingt dadurch, dass eben auf jedem dieses runde Element das Schwarze und der Schmetterling sind. Aber trotzdem habe ich versucht, das ein kleines bisschen zu variieren. Einmal durch die Farbe der Schmetterlinge und zum anderen dadurch, wie ich den Schmetterling da drauf gemacht habe. Also die Art des Fadens sozusagen. Also einmal hängt der oben, einmal hängt der unten. Ihr seht schon. Ja, am Ende habe ich da hier meine Schnipsel eingesammelt. Auch aus den Resten von dem Frankenpapier kann man noch coole Sachen machen. Und ja, hier seht ihr noch ein paar Detailfotos. Ich hoffe, es gefällt euch. Bin gespannt, was ihr daraus macht. Wenn ihr das auf Instagram teilen wollt, benutzt bitte den Hashtag, der unten im Bild ist. Ich freue mich riesigst jeden Tag über jeden neuen Beitrag, den ihr postet. Also vielen, vielen Dank schon mal auch für alle die Beiträge, die ihr bis jetzt schon gepostet habt. Und ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, wir sehen uns morgen zum nächsten Türchen. Bis dahin, alles Gute, viel Spaß beim Nachmachen. Tschüss!